So. Erstmal muss ich mich wieder gründlich umsehen. Ach stimmt, hier kriegen wir ja die Olioff-Haube. Ich wollte gerade sagen. Nee, wir können nicht am Seil ziehen. Brief eines Soldaten 1 und 2, alles klar, den Glückspenny. Na komm. Genau, der braucht die Befehle. So. Ja, bevor ich weiter vor mich her schweige, ich bin gerade am Überlegen. Was ich noch erwähnen wollte. Genau, da brauchen wir den 7. Punkt Erkennungszauber. Können wir zum alten Turm? Ich glaube nicht. Können wir in den Keller? Ich glaube auch nicht. Nee, darauf spielen. Halte mal, da ist doch was. Ja, können wir aber nicht nehmen. Erst später. Oh. Da muss es hier irgendwo noch was geben. Weil ich brauche die Befehle des Soldaten irgendwie. Blitzlichtbruder und Blitzlichtpfanne. Ich schaue mich nochmal oben um. Aber hier blinkt nichts und ich kann nur die normalen Sachen hier untersuchen. Und hier gibt es ja auch nichts. Da muss hier doch irgendwo etwas sein. Nee. Dann doch in der großen Halle. Da muss irgendetwas sein. Wahrscheinlich habe ich mal wieder was übersehen. Oh, Mann. Also, um Eternal Darkness zu einem Speedrun zu machen, da müsste ich das mindestens 50 Mal durchgespielt haben, bis ich wirklich weiß, wo was ist. Oder ich sollte es mal wie Salia machen, mir Notizen machen, wo was ist. Dass ich wenigstens ein klein bisschen Überblick habe oder bessere Ordnung. Ich dachte gerade, dass hier etwas sei. Auch nicht. Hier ist auch nichts. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich irgendwas triggern muss. So schaltermäßig. Zum Beispiel, ja, du musst das und das untersuchen, dann... ist dies und das und so weiter. Nee.
I'm confused. Der will ja weggeschickt werden, aber er braucht die Befehle. Die Frage ist jetzt nur, wo sind die Befehle nochmal gewesen? Vielleicht lese ich auch erstmal hier die Sachen. Also, Schnellüberflug. Wie wär's damit, ne? Meine Güte. Das darf echt nicht wahr sein. So. Revolver. Und das Tome of Eternal Darkness holen. Und durchrennen. Oh shit. Spruch 9. 5 Punkt. Enter Pardon, Requiem Pardon. Boah, leck mich, das ging mal eben auf den Verstand. Tada! Zweischneidiges Schwert und Revolver-Muni. Ach so, stimmt. Gut, hier gibt's ja nichts mehr, kein Geheimgang und so weiter. Wie gesagt, beim dritten Run werde ich das ein letztes Mal genießen mit euch. Wird alles Mögliche entdecken, lesen und so weiter. Alle möglichen Sanity-Effekte. Mal anschauen. Und ich sollte mich heilen. Okay, kein Anthony drin. Ich wollte gerade sagen, was machen die ganzen Zombies hier?
Gut. Bisschen Verstand auffrischen. Fackel mitnehmen. Gewehrmuni gab's ja nicht noch. Okay, nee. Dort, meine ich, gab's doch noch, oder? Ah. So. Oh nein, 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 nein. Nein! Nein! Ich habe nicht gespeichert, ne? Ich habe nicht gespeichert, ne? Ab wann habe ich gespeichert? Erst bei Roberto Bianchi, oder? Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, das Let's Play und die Aufnahmesession haben euch dennoch gefallen. Falls ihr bitte abonnieren, kommentieren und bewerten, würde mich freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession von Eternal Darkness and this Requiem. Warte mal, für heute. Over and out. Tschö mit euch.